Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Mein Name ist Questmaster Ike und wir machen heute weiter mit den Aufräumarbeiten. Zuallererst müssen wir jetzt mal wieder durchklicken durch die ganzen Sachen und ich bin extra an diesen einen Taubenschlag gegangen für Mission. Leibeigene, die Bauern haben es schwer genug in Kriegszeiten zu überleben, aber die Römer müssen auch noch den Borgia dienen und ihnen hohe Abgaben setze dem Unrecht ein Ende. Niccolo Machiavelli. Volle Synchronisation. Drei Wachen mit der versteckten Klinge töten. Okay. Dammit. Was jetzt? Wann habe ich denn das da oben? So rum. So, da hinten sehen wir auch schon schön das Ziel markiert. Ich war mal wieder die ganze Zeit jetzt gerade unterwegs, habe ein bisschen aufgeräumt, aber naja, was dabei rauskam, ist, dass ich jetzt voll Lust hätte zum Aufräumen, sage ich schon. So, aber um das Ganze jetzt einfach zu machen, gehen wir nämlich auf ein Pferd. Dann kann man das nämlich so machen. Und kann nämlich da immer drauf springen. So, normalerweise müsste das ja jetzt schon das Ziel gewesen sein. Ist es das wert? Ist es dafür wert zu sterben? Aua, damit, ich brauche ein Pferd. Denn so geht es wirklich viel einfacher. Ich weiß. Nein! Pony, komm her! Verdammt! Alter, hör auf, so rumzulegen. So, der ist tot. Und da drüben habe ich einen Pony. So. Und da dies ja jetzt nicht wirklich sonderlich interessiert, bringe ich die um. So, das war's schon. So einfach sind doch hier diese Auftragsattentate. Ich weiß nicht, ob die schwerer werden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe davon nie viele gemacht. Das ist auch für mich eine Premiere, weil ich glaube, das war die einzige Auftragsattentat. Ezio, ihr müsst meinem Bruder helfen, Aldo. Diese Halunken haben ihn. Bitte, er ist nur ein Taschendieb. Er hat niemandem etwas getan. Biatsch, er ist ein Taschendieb. Natürlich hat er etwas getan. Streunendes Hündchen. Oh, Aldo aus der Gewalt der Sento Occhi befreien. Aldo in weniger als 2 Minuten retten. Das passt mir doch sehr gut. Das ist nämlich immer so etwas, was perfekt für ein Let's Play ist. Kann ich nicht irgendwie schneller? Naja, nee, daran gewöhne ich mich, glaube ich, echt nicht mehr, dass das Pferd hier doch relativ langsam ist. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt in die richtige Richtung reite, aber 2 Minuten sind meistens für solche Missionen sehr großzügig gemacht. Oder beziehungsweise ausgelegt. Irgendwann müsste... da hinten sehen wir es ja schon. Wenn ich jetzt natürlich einen Pfeilhagel hätte, würde ich sie alle mit einem Pfeilhagel direkt eliminieren. Dann hätten wir auch nicht so viel Stress mit denen. Aber ich glaube, das haben wir auch so nicht. Kommt schon. Stimmt, so geht ja der Konter hier in Assassin's Creed Brotherhood. Das wusste ich ja schon gar nicht mehr. Komm schon. Assassins, come on. Kill him. Don't use smoke bomb. Grazie a Dio! Was ist das? Cool. Dafür gibt's 300 Florin. Ich meine, wir hätten genug, 98.000. Oh, und da wir jetzt schon wieder hier zurück sind, können wir auch direkt wieder ein Auftragsattentat machen. Das läuft ja heute alles nahtlos ineinander. So, da meine Assassinen allerdings jetzt eh verbraucht sind, kann ich die jetzt noch hier upgraden. Und dementsprechend dann wieder wegschicken, weil ich keinen Bock auf euch habe. Oh, Moment, da ist ja noch ein Level. Ha! So, und der hier, da braucht man endlich Waffen. Damit er schön Smokebomb werfen kann. Yay! Rüstung!
Und du. Ach komm, du kriegst irgendwas mit Waffen, damit du mal ein bisschen geskillt wirst. Und Aufträge. Gucken wir mal, ob es was gibt. Naja, in Florenz gibt es nicht mehr so viel zu tun. Das kann sogar unser Schwächster hier übernehmen mit 100%. Venedig, naja, das lasse ich mal aus. Und das sieht doch sehr gut aus. Dauert 20 Minuten, dann ist eine Folge rum. Und ich werde endlich mal ein paar von den Bastarden hier richtig los. Und das weiß ich gar nicht, ob die das packen. Naja, zu zweit irgendwie. Ja, schon. So, und an sich, das packt keiner von denen. Oh, wie süß. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Ich meine, der hier ist auch total unterfordert. Ich weiß, war ein Schick. Aber egal, ich brauche Geld und dementsprechend schicke ich sie alle weg. Weiß nicht, können die das packen? Ja, das packen die. Meine restlichen. So, Moment. Dammit. Ich wollte doch eigentlich. Na, oh, Spiel. So, ich wollte es Auftragsantat. Zu zweit ist man weniger allein. Und das da oben ist ein Assassin's Creed 2 Bild eigentlich. Hm, naja. Um die Bürger einzuschüchtern, haben die Borgia zwei berüchtigte Männer oder Wachen angeheuert, die wahllos Zivilisten verprügeln. Entfernen sie aus dem Straßenbild, um den Menschen Mut zu machen, Nicolo. Volle Synchronisation. Beide Ziele mit der versteckten Klinge töten. Hey! Okay, let's go! Warum habe ich noch zwei Assassinen über da oben? Ach nee, die verschwinden, sobald die Signale dann wieder aufgefüllt sind. Es ist jetzt nicht, dass ich einen vergessen hätte wegzuschicken. Dementsprechend könnte ich auch eigentlich noch gucken, aber nein. Goddammit, wo sind denn die? Dass hier jetzt 3 Kilometer läuft, ist doch perfekt. Dann kann ich den hier, kann ich renovieren und mir gleich den Schatz grabben und dann kann ich da hoch. Und dann kann ich auch da hochlaufen und dann kann ich hierher und nein. Gott, es läuft wirklich alles nahtlos übereinander. Das ist doch sehr, sehr geil. Ah. Assassin's Creed Brotherhood war echt schon sehr lange her. Ich mochte es wirklich sehr. Es kam nicht ganz an Assassin's Creed 2 ran, aber das auch nur aufgrund der Story. Weil irgendwie, ja, es war zwar wunderschön gemacht und so, aber... So. Mit der versteckten Klinge. Du siehst aber nicht so berüchtigt aus. So, und wenn wir jetzt schon hier sind, kann ich mir auch nur den Schatz holen. Dafür, dass er sehr berüchtigt war. Ich dachte jetzt eigentlich, der verprügelt schon jemanden. Stop it! My chick. Ja. Ich spiel gern so. So, wo ist der Schatz, der... Why lag? Also nicht lag, sondern... Was willst du? So, hier oben ist er. Mensch, dass ich endlich den Schatz hatte. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Hebe ich noch schnell Geld ab? Ja, weil die Bank ist nämlich hier direkt. Und dann könnte ich auch gleichzeitig investieren. Weil das brauchen wir ja auch noch. Ja, ist im Grunde egal, wie viel ich da investiere. Ich meine, ich mache jetzt bei diesem Geschäft ein bisschen Verlust. Aber dadurch bekomme ich gleich indische Diamanten und so weiter. Alles cool. Und manchmal habe ich das, glaube ich, echt mit dem Investieren geblickt. Aber, naja. Jetzt ist auch egal. Ich mache das ja jetzt nur noch, damit ich mir alle Gegenstände kaufen kann. Weil ja die Geschäftsaufträge ja auch auf mich warten. Und da brauchen wir, glaube ich, jeweils irgendwo einen Schrumpfkopf. Und dementsprechend ist das schon sehr gut, dass wir das alles machen. Also, das ist nur ein kleiner... Steckbrief, den braucht man nicht. Dementsprechend gehen wir direkt weiter. Ist immer noch keiner. Gott, wie weit ist denn der weg? Das war schon ein ganz schönes Stückchen auf der Map, oder? Ich dachte schon, da hinten ist er, aber das ist nur wieder so ein dummer Vogelnest, Kacke, blubli-bla. Boah, ey, gleich hole ich mir echt ein Pferd. Das dauert ja ewig hier zu rennen. Ich meine, ich hätte können schön das Achievement holen für 300 Meter frei rennen. Allerdings hatte ich darauf auch nicht so viel Lust.
Wenn sich noch jemand in der letzten Folge oder irgendwann davor erinnert, da oben war ja eine Templerflagge. Und ich habe nicht geblickt, wie ich da hochkomme. Man kann direkt vorne, kann man da hochklettern. Also, es ist nicht sonderlich schwer. So, ist mit der versteckten Klinge auch ein Luftattentat? Hey, hier hat auch das Spiel angefangen. So. Hier hat doch genau das Spiel angefangen. Hier bin ich rausgekommen und gespawnt. Nostalgie. So, mal gucken, wo wir jetzt weitermachen. Naja, mach mal eine noch von Leonardos Maschinen. Das würde zwar jetzt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber egal. Irgendwann muss das Spiel ja auch mal endlich vorbei sein. Beziehungsweise ich könnte das Ding hier nur vorbereiten. Das wäre ganz gut, den Aufseher mit der Pistole töten. Das müssen wir machen. Ich habe jetzt einfach nur noch das optionale Ziel gemacht, weil im Grunde bla bla bla, Leonardos Maschinen, voll verkackt. Oh, Trollolo! Pistol. Oh. Die! Oh, Baum. Oh Gott, der ist schnell. Die! Die! Moment, was könnte ich denn jetzt noch machen? Ich meine, dafür ist die Folge ein bisschen kurz und wie gesagt, also wenn ich jetzt dahin gehe, das sprengt echt alles. Das machen wir später irgendwann in einer extra Serie. Das machen wir später irgendwann in einer extra Serie. Und die dauert, glaube ich, relativ lange. Was könnte man denn noch machen? Ja, das hole ich ja alles offscreen. Gibt es Gebäude, die ich kaufen könnte? Gerade nicht hier so arg in der Nähe. Es gibt gar nicht so viel zu tun. Es gibt jetzt hier noch eine Diebesauftrag, den ich mir holen könnte. Moment, das ist, glaube ich, der Kurtisanenauftrag, der so... Oder? Ich weiß nicht. Moment, mal gucken. Das hier ist mitten auf dem Platz da. Ich glaube, das ist der, der so lange dauert. Dann könnten wir ja den hier machen. Der dauert, glaube ich, gar nicht mal so lange. Oder wir machen noch so einen auf dem Weg. Das wäre ganz gut. Dann könnten wir uns doch hier bei Leonardo die Fallschirme abholen. Die brauchen wir eh demnächst. Und dementsprechend renne ich da jetzt schnell hin, weil ich ja eh vor allem wegrennen muss. Hihihi. Moment, wenn ich mich erinnere, kann ich doch hier vorne irgendwo runter. Ich meine, okay, ich kann mir die Rüstung zerstören. Das ist immer cool. Macht auch richtig viel Spaß. Den habe ich nicht mal gesehen. Aber genauso noch sowas habe ich eigentlich gesucht. So, und jetzt sind wir auch nicht weit weg. Und jetzt kann ich auch schon zum Fabro wieder gehen. Alles reparieren. So, Gegenstände. Nee, verkaufen wollen wir nichts. Kleine Waffen. Gibt's nur einen Dolch. Das wollen wir eigentlich alles nicht. Das ist nämlich alles nicht so cool. Kerbte Ochsenzunge war mal früher recht geil. Mittlerweile gar nicht mehr so. Und dich will ich ausrauben. Hat er gerade eben gebrummt? Ich glaube, der hat gebrummt. So. Noch ein Auftragsattentat. Nummer 3 in dieser Episode. Denn, ich meine, die gehen relativ schnell, aber das muss halt alles mal endlich wieder gemacht werden. Und 3 sind einer zu viel. Cesare hofft, dass unser Widerstand durch seine Schlüssellinie stolpert. Schusslinie. Ups. Seine Scharfschützen warten und haben den Befehl, auf alles Verdächtige zu schießen. Haltet sie davon ab. Aber Cesare ist tot. Die Ziele in weniger als 2 Minuten töten. Dann würde ich behaupten, töten wir die direkt. Es geht ja nicht mal drum, ob ich die jetzt mit irgendeiner Waffe umbringe. Dementsprechend kann ich jetzt schön natürlich auf die dasselbe machen, was sie mit uns machen.
verdammt. In Assassin's Creed in einem anderen ist das so. Hier. So. Den da drüben hätte ich aber jetzt eigentlich gerne. So, noch einer tot. Und da hinten ist irgendwo der letzte, aber in 2 Minuten geht das locker. Ich weiß nicht, wie viele Missionen ich jetzt schon gemacht habe. Oh, damn it! Warum sind überall so Heuhaufen? Wie macht man das? Wie macht er das? Du läufst auf die Wand zu. Und dann machst du den hier. So, wenn ich nämlich so schöne viele Auftragsattentate jetzt mache, dadurch steigt nämlich auch meine Synchronität sehr schön. Ich müsste gleich mal etwas gucken, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich hier auf Aufnahmen gedrückt habe. Das wäre nämlich jetzt sehr schlecht, wenn ich das nicht gemacht hätte. Es ist noch alles sehr gut. Natürlich habe ich auf Aufnahme gedrückt. Das hätte mich jetzt sehr schockiert. Naja, schlimm wäre es nicht gewesen. Hätte ich es nachsynchronisiert. Ihr merkt ja meine Stimme, egal wie. Ob nachsynchronisiert oder live. Ich weiß, live ist meistens doch cooler. Weil man dann richtig die Emotionen mitkriegt. Und Emotionen waren sehr viel in diesem Part. Oh, ich habe ja nichts. Nee, guck dir den an. Ich hätte das alle eine Klinge in die Brust rammen. Ich bin Sklave des Terrors, den seine An... Was bist du? Ist das the fuck? Hey, schöne Frau! Gib mir einen Kuss! So. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ganze mache mit den Borgia-Bannern. Hey! Ah. Aua! Ah, mein Gott, ich muss den ja auch anvisieren. Ich Idiot. Hey, so in Assassin's Creed Multiplayer macht man jetzt nochmal ein schönes Luftattentat. Tot. So, dieses Borgia-Banner ist nicht mehr sonderlich hoch und wenn ich mich nicht irre, habe ich es da schon gesehen. So, es sind schon mittlerweile 77. Ich weiß nicht, wie viel es im letzten Part waren, aber das steigt auf jeden Fall relativ schnell. Ich meine, ich mache das nicht so oft, deshalb kommen auch noch Assassin's Creed Brotherhood Parts, weil ich halt echt das gechillt machen kann. Ich habe ja gesagt, hey, das ist so ein Projekt, das kommt mal so zwischendrin, wenn ich Bock habe. Dementsprechend ist das wie sehr, sehr angenehm aufzunehmen. Hallo. Ja, ich habe dir nachgepfiffen. Ezio. Seit Madonna Solaris tot, glaubt ihr Bruder Santino, wir gehörten nun ihm. Er kämpft um die Gunst der Borgia und muss sich als Führer der Kurtisanen beweisen. Demütigt ihn in der Öffentlichkeit und die Borgia wenden sich von ihm ab. Dann hören wir nie wieder von ihm. Santino in der Öffentlichkeit fertig machen und demütigen. Volle Synchronisation. Santino aufhalten, bevor er die Kurtisane verprügelt. Ich muss ihn verprügeln dann wahrscheinlich. Dementsprechend geht es doch recht schnell. Verprügeln tue ich auch gern. Also das ist eigentlich noch eines der schönsten Kampfstile hier in Assassin's Creed. Ich weiß nicht, okay, ich kämpfe sehr gern mit dem Messer, aber wenn du einen verprügelst, ist schon geil. Ah. Und dementsprechend machen wir das so. Zack. Wow, das war's schon? Wie, das war's schon? Naja, komm, ich tu dich jetzt noch schnell ausrauben. Dann muss ich dich, glaube ich, irgendwo hintragen. Komm mit, Kleiner. Bum, bum, bum. Ich weiß, du kannst eigentlich noch laufen, aber hey! Dap, 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 da. Ich glaube, wir gehen vors Pantheon. Und da tun wir dich irgendwo hin. Ich würde gerne einen Brunnen werfen. Dieser Mann ist ein wertloser Lügner. Die Kurtisanen von Rom werden nie auf ihn hören. Naja, das war jetzt auch relativ einfach. Und zum Schluss geben wir noch richtig viel Geld aus und kaufen uns ein richtig fettes Gebäude. Das Pantheon gehört jetzt Ezio. Ich habe keine Ahnung überhaupt, was man damit jetzt wirklich anfängt. Was passiert, wenn man sich diese Gebäude kauft? Das weiß ich wirklich nicht. Aber
Hauptsache, man muss sie kaufen. 37.000 war schon relativ viel, aber ja, ich habe ja genug Kleingeld. Dementsprechend würde ich mich gerne hier hinsetzen, aber das ist, glaube ich, eine spezielle Bank. Naja, ich sage dann auf jeden Fall schon auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann.